Halt Lydia Hüskens. Die beiden werden sich natürlich zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt äußern. Und wir sehen sie hier schon im Bild in der Bundespressekonferenz. Ich nehme an, dass es jeden Moment losgehen wird. Möglicherweise haben wir noch kurz die Gelegenheit, mit Philipp Sandmann zu sprechen, der für uns in der Bundespressekonferenz in Berlin steht. Philipp, die FDP kehrt in Sachsen-Anhalt nach 10 Jahren in den Landtag zurück. Was hat sie zuletzt richtig gemacht? Also ich glaube, bei der FDP, da trifft vor allem zu, dass der Rückenwind aus Berlin sehr, sehr stark war. Das ist so ein bisschen ein floskelbehafteter Satz, aber bei der FDP kann man das wohl sagen, weil der Bundestrend zuletzt sehr stark war. Und die FDP, wenn Sie fragen, was hat sie richtig gemacht, die Oppositionsrolle hat sie sehr, sehr richtig eingenommen und war wenig zynisch in der Pandemie im Vergleich beispielsweise zur AfD und hat deswegen auch bei den Bürgerinnen und Bürgern gepunktet. Das kann man zumindest bundesweit so sagen. Und in Sachsen-Anhalt hat das auch seine Auswirkungen gehabt. Und das Ergebnis war jetzt nicht übermäßig stark, aber die FDP ist zurückgekehrt in den Landtag. Das war, glaube ich, das Mindestziel. Das hat sie geschafft. Und somit könnte es natürlich sein, dass die FDP in Sachsen-Anhalt auch in eine Regierung einzieht. Und das ist ein starkes Signal für den Bundestrend, weil die Frage ist schon, welche Rolle wird die FDP nach der Bundestagswahl spielen. Wir erinnern uns, vor vier Jahren, da hat sie der Regierungsbeteiligung eine Absage erteilt. Das wird dieses Mal auf jeden Fall nicht der Fall sein, zumindest nicht dann, wenn man die FDP braucht. Und das könnte so sein, wenn es für Schwarz-Grün beispielsweise nicht reicht und es eine Neuauflage geben könnte der Jamaika-Sondierungen. Lindner liest ja jetzt in diesem Wahlergebnis, aber in diesem Moment beginnt die Pressekonferenz. Deswegen wollen wir jetzt erst reinhören. Entsprechende Akzente setzen kann. Das ist zunächst erstmal ein unglaublicher Grund der Freude für uns, weil ziemlich jeder, der ehrenamtliche Engagements hat, weiß, was das auch an Arbeit macht, wenn man eine solche Aufgabe ehrenamtlich bewältigt. Jetzt werden wir halt absehen müssen, was wir auch darüber hinaus, also neben der Arbeit im Landtag, auch den Initiativen, Ideen, die wir natürlich haben, die wir dort umsetzen wollen, dann weiter passieren kann. Es gab ja gestern Abend eine ganze Reihe von Optionen, die dann aufgemacht worden sind zur Regierungsbeteiligung. Ich bin, glaube ich, in meinem Leben noch nie so viel gefragt worden nach Wünschen, die ich da in dem Bereich habe. Heute Morgen hat sich das nach Vorliegen der vorläufigen Endergebnisse reduziert. Es gibt in Sachsen-Anhalt jetzt also die Möglichkeit von einer schwarz-roten Regierung und gegebenenfalls Jamaika. Da liegt jetzt allerdings natürlich der Ball im Feld des Ministerpräsidenten. Da werden wir abwarten müssen, wie die CDU jetzt weiter agiert. Das zunächst einfach mal von meiner Seite. Ja, dann sind Sie schon dran, Herr Lindner. Bitte. Ja, vielen Dank, Herr Feldhaus. Meine Damen, meine Herren, wir haben uns außerordentlich mit Lydia Hüskens und ihrem Team über diesen Wahlerfolg gefreut. Im Heimatbundesland von Hans-Dietrich Genscher ist die FDP nun wieder im Landtag vertreten. Es gibt dort nun wieder eine Stimme für unsere liberalen Werte. Das war ein Jahrzehnt lang nicht der Fall. Und insofern ist das nicht nur fürs Land eine gute Botschaft, sondern das unterstreicht auch unseren Anspruch, eine Partei zu sein, die in Ost wie West erfolgreich ist, die einen gesamtdeutschen Gestaltungsanspruch hat. Wir haben uns ebenfalls gefreut darüber, dass insgesamt die Mitte gestärkt und die Ränder geschwächt worden sind, AfD und Linkspartei. Ich setze sie nicht gleich, aber es sind Parteien, die Ränder markieren, haben Stimmen verloren. Gewonnen hat die politische Mitte in Sachsen-Anhalt. Das ist eine ebenfalls über das Land hinausgehend positive Botschaft. Ganz offensichtlich hat es eine Sondermobilisierung der CDU gegeben. Keine der Umfragen und auch niemand der professionellen Beobachter auf ihrer Seite, auf der Seite der Medien, hat einen solchen Wahlerfolg der Union für möglich gehalten. Ganz offensichtlich haben viele Menschen aus der bürgerlichen Mitte entschieden, die Union zu wählen, um sicherzustellen, dass die AfD auf keinen Fall stärkste Kraft wird. Das haben so viele getan, dass es nun alles andere als ein Kopf-an-Kopf-Rennen gibt. Die Union hat ein sensationell gutes Ergebnis aufgrund dieser Sondermobilisierung erzielt. Gewiss teilweise auch zu unseren Lasten, aber im Sinne des großen Ganzen können wir uns trotzdem darüber freuen, dass die Mitte gestärkt worden ist. Mit Blick auf unser eigenes Ergebnis, Lydia, habt ihr ein tolles Ergebnis erzielt, auch wenn man es etwas genauer betrachtet.
Es sind insbesondere wieder die jüngeren Menschen, wo wir überproportional stark auch zweistellig abgeschnitten haben. Die Menschen haben erklärt, das Sachangebot der FDP habe sie überzeugt. Und was mit Blick für den Bund nicht zu vernachlässigen ist, ist die Tatsache, dass wie in Nordrhein-Westfalen 2017 Union und FDP gleichermaßen bei einer Wahl zugelegt haben, also nicht in einem Binnenwettbewerb, sondern dass beide wie in Nordrhein-Westfalen 2017 haben gewinnen können. Ein Blick nach vorn, meine Damen, meine Herren. Wir fühlen uns als Bundespartei durch den Erfolg unserer Freundinnen und Freunde in Sachsen-Anhalt in unserem Kurs bestätigt. Im Stil selbstbewusst hinsichtlich unserer Projekte und Werte, aber mit einer empfehlenswerten Bescheidenheit im Auftreten. Wir sehen uns thematisch auf Kurs. Die Betonung also der bürgerlichen Freiheitsrechte, der Bürgerrechte. Der Blick auf die wirtschaftlichen Entwicklungschancen unseres Landes. Das hat vielleicht tatsächlich die Wahl in Sachsen-Anhalt gezeigt, dass ausschließlich mit dem Klimathema die breite Mitte des Landes nicht zu erreichen ist. Die Menschen wollen nicht nur Klima, sondern sie wollen Klima und wirtschaftliche Entwicklungschancen, Klimaschutz und Infrastrukturentwicklung, Klimaschutz und Digitalisierung. Das heißt, wir wollen weiterhin einen Kurs fahren, der nicht nur ein Thema adressiert, sondern im Zusammenhang ein Erneuerungsangebot für unser Land macht. Ohne eine stabile wirtschaftliche Basis sind im Übrigen ja alle sozialen und ökologischen Wünsche dieser Gesellschaft unfinanzierbare und unerfüllbare Träumereien. Auch der Erfolg in Sachsen-Anhalt zeigt, dass die FDP hier für die Menschen offenbar gute Beiträge leisten kann. Die anderen Parteien werden ja ebenfalls jetzt ihre Interpretationen anstellen und ihre Konsequenzen ziehen. Die Union sieht sich gewiss gestärkt und der Kanzlerkandidat stabilisiert. Meine Erwartung ist, meine Vermutung ist, dass die SPD und die Grünen nach diesem Wahlergebnis neu begründen werden, warum sie auf der Bundesebene den Anspruch auf Kanzlerschaft erheben in etwas mehr als 100 Tagen. Gewiss ist dieses Wahlergebnis für beide Parteien, so vermute ich, einen Anlass, neue Gründe zu finden, warum man im Bund die Kanzlerschaft anstrebt. Also, wir freuen uns über das Ergebnis, fühlen uns bestärkt in unserem Kurs, wissen, dass weiterhin viel zu tun ist bis zum Wahltag im Bund. Vielen Dank, Herr Lindner. Herr Leithauser hat die erste Frage. Ich möchte darauf zurückkommen, was Sie gesagt haben, Herr Lindner, was das Verfolgen von Freiheitsrechten angeht. In dieser Hinsicht haben Sie ja der Pandemie sozusagen viel zu verdanken. Glauben Sie, dass das der Hauptgrund gewesen ist dafür, dass die Sachsen-Anhalt die 5%-Hürde jetzt überwunden haben? Und was wird sein, wenn im September, man kann es ja jetzt nicht spüren, dieses Corona-Thema weitgehend in den Hintergrund geht? Wenn Sie gestatten, könnte Lydia Hüskens für die Wahlmotive in Sachsen-Anhalt vielleicht beginnen. Also zumindest die Nachwahlbefragung hat ergeben, dass die Wähler uns wahrgenommen haben, tatsächlich in unseren Kernkompetenzen. Das heißt, Vertretung der sozialen Marktwirtschaft, größere, mehr unternehmerische Freiheiten, auch Bürgerrechte, aber auch vor allem das Thema Digitalisierung und das Thema Verbesserung der Bildungschancen für junge Menschen sind die Themen gewesen, die die Menschen bei uns verortet haben und wo sie unsere Antworten aufgenommen haben und entsprechend dann für uns gestimmt haben. Das ist zumindest das, was wir für Sachsen-Anhalt feststellen konnten. Er hat mich auch sehr interessiert, weil, na klar, wir haben im Zuge des Wahlkampfs immer wieder auch diskutiert, welche Rolle haben auch die Corona-Regeln gehabt. Das wird in Sachsen-Anhalt aber wahrscheinlich nicht so stark wie in dem einen oder anderen Bundesland vielleicht zum Tragen gekommen sein, weil der Ministerpräsident selber ja relativ früh losgezogen ist und entsprechende Freiheiten verkündet hat. Also ich denke, das sind die anderen Punkte, sind zumindest nach der Umfrage deutlich stärker zum Tragen gekommen. So ist meine Erwartung, Herr Leithäuser, ebenfalls für die Bundestagswahl. Eine Krise zeigt den Charakter, auch den Charakter von Parteien. Die FDP hat in der Krise gezeigt, dass sie unverändert eine seriöse
und staatspolitisch verantwortliche Kraft ist, aber dass wir uns von CDU und CSU und SPD und Grünen doch unterscheiden durch eine höhere Sensibilität für bürgerliche Freiheitsrechte. Das bildet nun eine Grundierung für den Bundestagswahlkampf und die anstehenden Gestaltungsfragen der kommenden 4 Jahre. Mit der Grundierung gewinnt man keinen Wahlkampf. Aber die Grundierung gibt die Tiefe und die Glaubwürdigkeit, um dann andere politische Positionen vorzutragen, von denen ich glaube, dass sie mit Wahl entscheidend sein werden. Das ist zunächst und zumeist die wirtschaftliche Vernunft, die wir auch in Regierungsverantwortung im Bund einspeisen wollen. Nehmen Sie jetzt die jüngsten Ankündigungen der Großen Koalition, das Bauen massiv zu verteuern. Auf der einen Seite beklagen wir bezahlbaren Wohnraum, der fehlt, und auf der anderen Seite mit klimapolitischem Ergebnis her doch fragwürdigen Maßnahmen wird das Bauen jetzt massiv verteuert. Man kann der Großen Koalition nur raten, diese Schnellschüsse wieder zurückzunehmen und zu einer wirklichen Generalinventur der deutschen Klima- und Energiepolitik nach der Bundestagswahl zu kommen, statt jetzt solche Schnellschüsse durchs Parlament zu bringen. Gleichwohl, wirtschaftliche Vernunft bedeutet für uns solide Finanzen, Jobs, die Bedingungen für die Neugründung zum Beispiel von Cleantech-Unternehmen als dem nächsten großen Wachstums- und Exportthema auf der Welt Raum zu geben und individuelle Aufstiegschancen, individuelle Möglichkeiten des Fortschritts zu schaffen. Das ist aus unserer Sicht das Angebot der FDP, das sich von anderen unterscheidet. Wir haben ja hinsichtlich der digitalen Defizite unserer Gesellschaft jetzt eine neue Dringlichkeit für das, was wir auch bereits vor der Pandemie angeregt haben. Und ich glaube, dass sowohl in Sachsen-Anhalt und darüber hinaus im Bund das Bildungsthema für die Familien enorm wichtig geworden ist. Es hat sich gezeigt, welche großen Bedürfnisse nach Modernisierung es dort gibt. Und darauf machen wir eine Antwort. Also, Herr Leithäuser, die Charakterfrage, wie gehst du mit der Pandemie um und wer hat welche Sensibilität für bürgerliche Freiheitsrechte, wer widersteht der Versuchung, die Regierung über das erforderliche Maß und ohne Alternative in der Sache zu kritisieren. Diese Grundierung bietet jetzt im Bereich Wirtschaft, Digitales und Bildung für uns Möglichkeiten, mit neuer Substanz unser Angebot zu unterbreiten. Herr Brösler. Eine Frage gleichermaßen an Frau Dr. Hüskens und Herrn Lindner. Sehen Sie es mit diesem Wahlergebnis, die strukturelle Schwäche der FDP im Osten, als überwunden an? Oder würden Sie ganz im Sinne der von Ihnen erwähnten Bescheidenheit das eher als Momentaufnahme sehen, die vielleicht eben auch mit der Corona-Krise zu tun hat? Und ist Ihre Analyse, dass die FDP im Osten, den östlichen Bundesländern, grundlegend anders auftreten muss als in den Westen? Also für Sachsen-Anhalt kann ich sagen, dass strukturelle Krise definitiv den Zustand des Landesverbandes nicht richtig bespricht. Wir sind immer sehr gut kommunalpolitisch aufgestellt gewesen und das hat sich auch wieder in den letzten Jahren bewahrheitet. Wir haben seit 2019 wieder überall in den Kreistagen und in ganz, ganz vielen Gemeinderäten, Fraktionen. Wir haben nach wie vor eine ganze Reihe von kommunalen Mandatsträgern, auch Oberbürgermeister zum Beispiel in Dessau, der drittgrößten Stadt. Deshalb können wir in Sachsen-Anhalt immer auf eine starke kommunale Basis zurückgreifen, die uns auch dann trägt, wenn wir, wie jetzt in den letzten 10 Jahren das gewesen ist, nicht im Landesparlament vertreten sind. Dass es immer besser geht, will ich gar nicht in Abrede stellen. Und wir haben da für die nächsten 5 Jahre auch einiges vor, unsere Partei insgesamt auch noch besser aufzustellen, im Land auf noch breitere Füße zu stellen, um auch in der Zukunft auch noch weitere Gewinne bei Wahlen zu erreichen. Das ist immer unser Ziel. Und ich bin mir ganz sicher, dass wir das in den nächsten Jahren auch weiter umsetzen werden. Das wollen wir seitens der Bundesebene intensiv unterstützen. Wenn man in die Vergangenheit seit der deutschen Einheit schaut, hat man gesehen, dass es
aufgrund der vereinigungsbedingten Besonderheiten eine anfangs sehr starke Situation gab. Die ist dann während der 1990er Jahre bedauerlicherweise erodiert und wir sind jetzt seit einiger Zeit dabei, uns Schritt für Schritt dort wieder zu verstärken. Ich sehe da ein enorm großes Potenzial, Herr Brösler, ein enorm großes Potenzial. Es im ersten Schritt von der außerparlamentarischen Opposition voll zu erschließen, ist eine Höchstschwierigkeit. Deshalb sehe ich das jetzige Wahlergebnis für euch, Lydia, auch vom Gefühl her eher so als einen Zwischenschritt. Wir hatten zum Beispiel in Halle auch bei der letzten Oberbürgermeisterwahl ein exzellentes Ergebnis. Also da ist viel möglich, viel Potenzial. Die Wählerbindungen in den östlichen Bundesländern sind vielleicht auch nicht so dauerhaft festgefügt, wie das bisweilen in Westdeutschland gewesen ist. Also großes Potenzial, das wir unterstützen wollen. In Mecklenburg-Vorpommern und Berlin haben wir uns ja in diesem Jahr auch schon wieder ambitionierte Ziele gesetzt. Der zweite Teil Ihrer Frage, den hat gerade ja der gestrige Tag noch einmal beantwortet. Die FDP in Sachsen-Anhalt ist in keiner Weise überhaupt gar nicht anders aufgetreten als in den westlichen Ländern. Also wenn Sie alleine nur die Farbgebung der Plakate sehen und auch die Themen, auf die ihr gesetzt habt, die Tonalität, das war konstruktiv, kritisch, ja, aber es war konstruktiv, konstruktive Vorschläge. Wir haben übrigens ja auch gesehen, dass ihr den Blick geweitet habt und gute Ideen, die sich woanders bewährt haben, auch für Sachsen-Anhalt vorschlagt. Ich nehme jetzt etwa den Punkt der Talentschulen, also die besondere Förderung von Schulen in Stadtteilen, wo die sozialen Aufgaben besonders groß sind. Das läuft in Nordrhein-Westfalen unter der Überschrift Talentschule mit dem Ziel, möglichst alle Kinder und Jugendlichen mit guter Förderung in Richtung auch eines Schulabschlusses zu fördern, nicht Ansprüche reduzieren an die Qualität der Abschlüsse, sondern Qualität der Förderung findet sich in dem Programm. Also programmatisch und vom Auftreten war das die FDP, wie sie sich in gleicher Weise auch in Baden-Württemberg oder in Niedersachsen herausstellt. Und das scheint mir gegenüber früheren Phasen unserer Partei, Herr Brösler, auch ein Unterschied zu sein, weil es dort andere Versuche der Positionierung der FDP in vergangenen Jahrzehnten gegeben hat. Und erfolgreich waren und sind wir dann, wenn die FDP sich so, wie soll ich sagen, in der ganzen Bandbreite ihrer Liberalität präsentiert. Dann habe ich eine Frage von Herrn Reitschuster online. Wie stehen Sie zu der Operation Heuss von FDP-Mitgliedern und zu der Kritik, dass sich dabei um Gesinnungsschnüffelei handle? Die FDP ist die Partei der Meinungsfreiheit. Und wenn sich Parteimitglieder oder liberale Aktivistinnen und Aktivisten engagieren, dann ist das deren persönlich private Angelegenheit. Ich unterstreiche, dass wir die Partei der Meinungsfreiheit sind und das gilt in alle Richtungen. Herr Kollege. Nell Mohammed, Berliner Kommentarzeitung. Meine Frage an Herrn Lindner. Also die Chemie zwischen der FDP und der Union stimmt auch zwischen Ihnen und Herrn Laschet. Sie haben ihn auch unterstützt bei Parteivorsitzenden. Wie sieht es aus auf Landesebene? Im Sachsen-Anhalt betrifft Koalition oder Sondierungsgespräche, werden Sie ein bequemer Partner oder Ihre Partei hat Punkte, die unverhandelbar und Sie werden hart auch, oder wollen Sie jetzt die Grünen in Sachsen-Anhalt ablösen als Koalitionspartner? Also was den Bund angeht, haben Sie zutreffend beschrieben, dass wir in einem sportlichen, aber fairen Wettbewerb zur Union stehen und dass wir mit dem Kanzlerkandidaten der CDU in Nordrhein-Westfalen ja seit 4 Jahren sehr erfolgreich und sehr partnerschaftlich regieren. Wir haben seinerzeit übrigens auch einen sportiven Wahlkampf gegeneinander geführt, 2017. Seinerzeit war ja Herr Laschet der Spitzenkandidat der Union. Ich durfte meine Partei in die Landtagswahl führen. Das ging sehr sportiv zu. Da hat sich keiner der beiden etwas geschenkt.
CDU hat bisweilen vor der Wahl der FDP gewarnt, weil eine Stimme für Christian Lindner eine Stimme für Hannelore Kraft sei. So ließ sich die CDU seinerzeit ein und die Kacheln sind auf Facebook noch zu sehen. Das gehört dann eben vielleicht mal zur Rustikalität von Wahlkämpfen dazu, aber das Verhältnis ist dennoch nicht belastet. Was die Situation in Sachsen-Anhalt angeht, dazu kann nur Lydia Hüskens Stellung nehmen. Ja, ich sag mal, das vorläufige Endergebnis gibt aktuell zwei Möglichkeiten, eine Regierung zu bilden. Das eine ist eine schwarz-rote Regierung. Das heißt, und soweit die FDP zum Ausgang der Wahl in Sachsen-Anhalt. Wie Parteichef Lindner gerade eben auch gesagt hat, fühlt sich die Bundes-FDP durch den Erfolg in Sachsen-Anhalt in ihrem Kurs bestätigt. Deutliche Kritik übt er an den Grünen und an der SPD. Damit nochmal rüber nach Berlin zu Philipp Sandmann in die Bundespressekonferenz. Ist das selbstbewusste Auftreten der Liberalen, die selbst davon ausgehen, in der Corona-Pandemie vieles richtig gemacht zu haben. Ist dieses selbstbewusste Auftreten gerechtfertigt nach der Wahl in Sachsen-Anhalt? Und sehen Sie es auch so, dass davon ein Impuls für den Bund ausgeht? Also beides ja, würde ich sagen. Die FDP hat, wie gesagt, in der Opposition im Bundestag eine interessante Rolle eingenommen, hat früh erkannt, dass es eben eine echte Opposition braucht, die aber nicht über Zynismus funktioniert, sondern eben die Bundesregierung da angreift, wo es vielleicht auch wehtut, aber vielleicht auch manchmal gerechtfertigt angreift. Christian Lindner hat das vorhin beschrieben, dass der Stil, den die FDP gepflegt hat, immer so war, dass es ein guter Stil war, dass man aber auch zurückhaltend war, aber dass man eben in entscheidenden Momenten auch das kritisiert hat, was man kritisieren musste. Und interessant wird jetzt in Sachsen-Anhalt, ob die FDP mit in eine Regierung gehen kann. Es reicht ja auch für andere Mehrheiten, möglicherweise sogar für ein Zweierbündnis nur aus CDU und SPD. Aber das wäre ein sehr knappes Bündnis mit nur einer Stimme Mehrheit. Insofern könnte ich mir vorstellen, dass man sich die FDP noch dazu nimmt. Und das interessanteste Signal sicherlich für den Bund ist eben, ob man die FDP dann auch im September brauchen wird. Darauf spekuliert nämlich Christian Lindner und sagt, am besten wäre eigentlich Jamaika. Denn er hat schon mal bei uns im Interview der grünen Ampel eine Absage erteilt und sagt, das wäre unwahrscheinlich. Wahrscheinlicher wäre eben eine Koalition mit der Union und möglicherweise dann noch den Grünen. Also Jamaika, Neuauflage. Und er hat ja auch gerade eben Herr Armin Laschet schon ein kleines Kompliment gemacht und über gute Zusammenarbeit gesprochen.